Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute drehe ich ein Video und das ist auch alleine Heidis Schuld, ja. So, passt auf, ich habe mich anstecken lassen. Sie hat jedes Mal, ihr seht schon, ne? Mal nach Zahlen. Sie hat jedes Mal Bilder gezeigt von ihrem Drachen, von Schipper. Und ja, ich habe so Bock darauf bekommen, weil sie jedes Mal ihren Status gezeigt hat. Und da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Scheiße, jetzt habe ich auch voll Bock darauf. Ja. Und wie ich nun mal bin, ich bin so ein Opfer, was das Ganze angeht. Jedes Mal, wenn Heidi irgendwie was zeigt, mache ich das auch, weil ich das dann total geil finde. Und das ist eigentlich nur Scheiße, ist das. Das kostet alles viel Geld und naja, es macht auch leider alles so viel Spaß. Gut. Ich habe damals schon mal nach Zahlen gemacht, aber es war halt irgendwie keine gute Qualität und ich glaube, deswegen habe ich aufgehört. Ja, naja, auf jeden Fall wollte ich erstmal mit Schipper beginnen. Das andere von Mal nach Zahlen aus den Niederlanden, Do It Your Way, Mal nach Zahlen heißt irgendwie. Ja, das ist noch unterwegs, aber es kommt, glaube ich, auch diese Woche an. Oder nächste Woche auf jeden Fall. Ja, ich habe einmal dieses wunderschöne Bild hier. Ich muss gucken, dass mein Tisch nicht immer so wackelt. Dieses wunderschöne Bild ist 40x50 und besteht aus drei Bildern. Irgendwie. Ich dachte, da bin ich sehr gespannt. Richtige Pflege, das finde ich ganz cool, dass das so damit dabei ist. Hier sind Sticker, okay. Mal nach Zahlen, ja, nochmal so eine Broschüre, damit ich wieder bestelle. Und ich habe schon auf jeden Fall, ich glaube, das hier ist das, ne? Ich habe auf jeden Fall schon ein Motiv, was ich Ende des Jahres unbedingt, oh, das ist auch schön. Oh, seht ihr, genau, sowas ist gefährlich bei mir. Mal gucken, ob das hier drin ist. Das hole ich mir Ende. Ja, das hier. Das hole ich mir Ende des Jahres. Ich liebe das so. Ist genau meins. Aber Ende des Jahres. Ich habe jetzt noch so viel. Ja, aber ansonsten. Und dann, guckt euch mal die schönen Bilder an. Ja. Frosch am Hals. Das hier macht die liebe Heidi. Damit hat sie mich angefixt. Seht ihr das? Den Drachen? Ja. So. Heidi, du bist schuld. Ah, dass du es nochmal so gehört hast. Seht ihr, das ist auch schön, das Bild. Das ist auch schön. Ja, ich gucke jetzt auf jeden Fall mal an, das, was ich bestellt habe. Mal gucken. So eine Broschüre ist eigentlich schlimm für mich. Ja. Da habe ich noch voll Bock, noch das nächste zu bestellen, obwohl ich das eine noch gar nicht fertig habe. Das ist. Naja. Ja. Das hier ist das Bild für Indian Summer. Die sind alle so verbunden. Okay. Jetzt habe ich keine Schere, glaube ich, hier. Auch kann ich hier unten aufmachen. Naja. So. Das ist die Malanleitung. Ja. Das finde ich cool, dass es sowas gibt. Aber gucke ich mir eh nie an. Ich bin so ein. Ja. Anleitung ist was. Gucke ich mir nie an. Mein Mann ist auch immer so. Er studiert immer erst die Anleitung und dann funktioniert es trotzdem nicht. Und ich gucke die Anleitung, entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Ja. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann gucke ich in die Anleitung. So, das sind einmal die ganzen Farben. Ach so, okay. Da sind noch keine Zahlen drauf. Okay. A, B, C.
E. Jetzt lernen wir das Alphabet nochmal. E, F und G. Seht ihr, ich habe in der Schule aufgepasst. So, Kontrollblatt ist bestimmt das hier. So, da oben sind einmal die Nummerierung. Das klebe ich dann, diese Sticker hier. Klebe ich dann einmal da drauf mit euch zusammen. Hat ja hier eine Vorbereitung wie bei Diamond Painting. Das ist ja stückig. Ich wollte eigentlich loslegen. Also, das ist hier nochmal die Erklärung, ja. Und einmal der Sticker. Und dann machen wir erstmal A. Das ist dann einmal A bis 6. Mache ich oben drauf. So. Also meiner Meinung nach könnten die das schon selber draufkleben. Aber es ist wahrscheinlich einfacher für die, die Farbtöpfe einfach zu machen und dann ja, den Kunden das machen. Ich meine, gut, das sind jetzt nur 40 Farben sind das. 40 Farben, hier sind die zwei leer. Seht ihr das? Ja, gut. Manchmal fällt mir das auch zu spät auf, dass ihr dann gar nichts seht und ich mache hier schon irgendwas. Ja. Immer professionell wie immer hier. Und das Witzige ist, ich bereite jetzt mit euch hier das eine Bild vor. Ich habe ja noch ein anderes. Und das mache ich noch gar nicht. Ist ja natürlich auch gerade schlau von mir, dass ich nicht erstmal das vorbereite, was ich eigentlich anfangen möchte. Aber okay, gut, dann ist das schon erledigt. Das ist auch okay. Ich habe mir auch noch ich habe mir auch für den Pinsel noch so dieses, oh, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, so eine Pinselreinigungs-Dings geholt. Das wollte ich mit euch gleich auch mal testen. Damit ich hier nicht mit dem dreckigen Glas mit Wasser hier immer rumhantiere, wollte ich das in so einem coolen Gefäß drin haben. Und das wollte ich unbedingt haben. Es war bei Amazon vergünstigt. 14 Euro oder so hat das nur gekostet. 13, 14 Euro. Und wenn ich das bei Shipper geholt hätte, ich glaube nur 30 Euro oder sowas. So, ach so, 41 und 42 ist er frei. Genau. So, dann hätten wir das schon mal vorbereitet. Gut. Ich packe jetzt noch mal wieder hier zurück, weil das Bild wollte ich ja noch gar nicht anfangen. Aber auf jeden Fall gucken wir uns gleich mal die Leinwand an. Ich habe schon bei Heidi im Video gesehen, dass das zwischen Chipper und Do-It-Yourself, den sie mal nach Zahlen, dass sie ja komplett anders ist, wenn ich das hier sehe, weil das hier ist wohl die Leinwand schon. So auf härterem Karton. Das finde ich dann richtig cool. So, ich muss mir auf jeden Fall noch eine andere Tüte holen für die Farben. Das gefällt mir nicht. So, genau, das habe ich jetzt fertig. Dann gucken wir uns das mal an. Dann verpacke ich das dann wieder da rein. So, das hier ist einmal die Leinwand von dem ersten Teil. Das sieht richtig... Ne, ist der dritte Teil tatsächlich. Das ist der dritte Teil. Aber es ist eine super schöne Größe, um das einfach hier auf den Tisch hinzulegen und dann zu malen.
das ist ja richtig schön. So, das ist der... Ah ja, guckt mal. Hier oben steht links und hier steht rechts. Da ich sowieso eine Links-Rechts-Schwäche habe, würde ich auch selbst das vertauschen. So, und hier ist einmal, das lasse ich jetzt mal hier drin, hier ist einmal das M, die Mitte. Und guckt euch mal an, das sind voll die kleinen Felder, auch dazwischen. Aber wir sehen ja schon auf dem Deckel, wie schön das am Ende aussieht. Und das finde ich einfach für den Herbst, das ist so ein schönes Motiv. Ich habe auch, glaube ich, gesehen, bei Shipper kann man sich dann auch noch passende Bilderrahmen dazu bestellen. Die werde ich, glaube ich, dann tatsächlich holen. Oder ich gucke noch bei Amazon oder so. Aber es ist schon mal schön, wenn man dann noch mal so eine kleine Anlaufstelle hat, wo man dann die Rahmen noch dazu bekommen kann. Ich glaube, es sind ein bisschen Flecken hier. Und auf jeden Fall sehr, sehr schöne Farben und sehr schöne Herbsttöne. Das werde ich auf jeden Fall, glaube ich, im Herbst oder so machen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Das tue ich nochmal mit hier rein. Sicher ist sicher, das auch. Ja, und dann Klappe zu auf tot. Oh ja, ich muss doch noch hier das irgendwie... So. Das ist immer wie Koffer packen. Wir kommen das auch am Ende nie so hin, dass das wieder so funktioniert. So. Ja, das ist einmal mein erstes Motiv. Ich liebe es jetzt schon. Aber was ich starten möchte, und das ist ein bisschen größer, ist einmal, oh, es blendet leider, einmal dieser Leuchtturm mit den Wellen hier unten. Und einmal, ja, so, genau, das hier ist 40x80, ist auch kein Deckel zum Aufklappen hier irgendwie, sondern hier unten ist einmal so ein Sticker. Habe ich hier jetzt irgendwas? Warte. Hole ich einmal meine Schere hier raus von meinem Sticken. So. Oh, ich freue mich da total drauf. Ja, das der Leuchtturm, also das Bild hier, soll ins Gästezimmer, dass ich bald nämlich anfange. Und kann man das renovieren sein? Ich glaube schon. Also. Das mache ich hübsch. Beziehungsweise ist es halt auch unser Bad, wenn wir im Büro sind. Und ja, meine Jungs, keine Ahnung, denen ist es ja halt nicht so wichtig, dass es hübsch aussieht, wie Männer halt so sind. Ne? Aber mir geht das halt fürchterlich auf den Keks, dass es einfach nicht so schön aussieht. Und ja. So. Der Karton dazu. Also hier hinten ist es irgendwie festgemacht. Finde ich nicht ganz so geil. Kriege ich ja den Prospekt irgendwie. Also weiß ich nicht, ob das so gewollt ist oder so, aber weiß nicht, finde ich nicht ganz so geil. Aber okay. Es ist ja nur die Rückseite. Genau, hier haben wir jetzt wieder die Sticker, wieder 1 bis 42. Mal gucken, was wir dieses Mal brauchen. Geht das hier hinten auf? Also die Verpackung ist schon ein bisschen schwieriger aufzubekommen irgendwie. Huch.
Gut. So, dann bitte, ja, der Pinsel, den gucken wir uns gleich mal an. Hier, ich mache einen Pinsel. Vorsichtig reinstürzen. Sonst hat man so dieses eine Haar, was immer so vom Pinsel rausragt, und der würde das ganze Bild wahrscheinlich versauen. So, gucken wir uns die Farben hier an. Das ist auf jeden Fall schon mal schöne Töne. Man könnte auch schon ein bisschen meinen, das ist herbstlich angedacht, ne? So von den Farben her. So, jetzt haben wir hier einmal das Kontrollblatt. Hier sieht man auch nochmal auf dem Blatt nicht so hell irgendwie. Achso, andere Seite, okay. Das ist natürlich auch smart gewählt. So, jetzt haben wir hier oben einmal wieder das Kontrollfeld, wie wir das legen müssen. So, E, F, E, D, C, E, A, und was haben wir hier? G. Gut, jetzt habe ich mich wieder nicht blamiert, das ist gut. So. Also, wir müssen dieses Mal alle bekleben. Ich schiebe das mal ein bisschen hoch, dann ein bisschen runter. So. Jo. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich hatte das Dienstag bekommen. Genau, Dienstag hatte ich das bekommen, aber da habe ich dann mit meinem Mann gezockt. Und gestern war ich einfach so K.O. Ich habe nicht mehr geschafft, irgendwie zu painten. Ich hab schon alles hingelegt und habe schon ganzen Steine und so wieder rausgekramt, Leinwand ausgebreitet, Licht hingestellt. Und dann habe ich so die Klebefläche, die ich hätte machen sollen an dem Abend, habe ich gesehen, und ich habe so gemerkt, hey, egal was du jetzt aufmachen würdest, du würdest es nicht schaffen bis zur Bettgehzeit. Ja, und dann habe ich alles wieder weggetan. Ich glaube, das hat länger gedauert als das Ganze aufbauen. Ja, und dann habe ich doch irgendwie eine Runde gestickt. Einfach nur mein stumpfes Color Blocking da. Und auch selbst da habe ich überhaupt nicht viel geschafft. Aber es war für mich irgendwie in dem Moment doch schon irgendwie besser. Weil ich irgendwie auch total K.O. war an dem Tag. Ja, heute bin ich auch wieder K.O., aber ich weiß, dass es morgen halt überhaupt nicht stressig wird. Viele wissen ja schon, dass ich immer freitags und montags nicht im Büro bin. Da machen wir dann halt tatsächlich immer Dinge, die man unter der Woche nicht schafft. Dafür arbeite ich dann die 3 Tage dann halt Power, ne? Also wirklich durch, bis ich da immer ganz viel schaffe. Solange meine Postbox immer voll ist, sag ich mal, bin ich zufrieden. Ja, weil die DHL-Mitarbeiter müssen da halt auch mitspielen, ne? Und es nützt nichts, wenn da immer die halbe Box dann irgendwie immer noch voll ist mit den Paketen. Und ich sehe das dann und denke mir so, ja, super, und jetzt habe ich da Pakete drin und ich möchte die ja dann auch nicht nachts da drin lassen. Ja, deswegen mache ich immer nur so viel, dass die Mitarbeiter nicht meckern. Aber so wie es heute passiert wäre, wenn wir das nicht gesehen hätten, wäre einfach super GAU gewesen, weil der DHL-Mitarbeiter einfach gar keine Lust hatte, irgendwie zu arbeiten.
Das fand ich dann halt schon richtig krass. Also er hat fast die Pakete einfach nicht mitgenommen, weil er keinen Bock hatte. Ja, so, jetzt gucken wir uns einmal die... Einmal Fokus bitte. Danke. So, hier haben wir einmal das Meeresrauschen. Und hier haben wir Anfang vom Leuchtturm. Und ich glaube, hier unten ist halt wirklich so ein bisschen Frickelkram. Aber nach oben hin wird es tatsächlich immer einfacher. Da werden die Flächen... Das ist so groß, ich kann das gar nicht richtig zeigen. Werden die Flächen dann halt schon gröber, ne, sag ich mal, außer jetzt da oben so ein bisschen. Aber das geht voll klar. So, das Motiv heißt roter Sand anscheinend. Leuchtturm, roter Sand. Vielleicht gibt es noch eine andere Leuchtturm, aber habe ich jetzt nicht gesehen irgendwie. Aber ich fand das Motiv einfach, ich zeige euch das nochmal, fand ich einfach richtig nice. So. Und ich wäre ja irgendwie nicht ich, ne? Wenn ich nicht einfach schon, ich glaube, 5 oder 6, 7 weitere Motive bestellt hätte. Also ich habe noch eins von Mal nach Zahlen aus den Niederlanden. Es kommt jetzt nächste Woche an. Dann habe ich noch eins von Mal nach Zahlen aus den Niederlanden. Die Lady Moth von Sarah Richter hatte ich noch bestellt. Das musste ich unbedingt haben. Als Diamond Painting wollte ich das nie haben. Aber Mal nach Zahlen habe ich schon Bock drauf irgendwie. Dann habe ich mir noch einmal von Pokémon 2 Motive geholt. Einmal die Kanto Map und einmal Lugia und Ho-Oh. Genau, dann habe ich noch 2 weitere schon mal einen Auftrag gegeben. Aber das zeige ich euch später, wenn es soweit ist. Irgendwas war noch. Fällt mir jetzt. Oh nee, ich glaube, das war's. Genau, und die beiden, ja. Ich glaube, das war's. So. Ich hatte noch bei. Ich hatte noch so Da Vinci Pinsel. Ich schon damals in meiner Studienzeit. Also ich habe ja Grafikdesign und Kommunikation, also Grafik- und Kommunikationsdesign bestellt, studiert so. Und ja, da musste man halt auch im Studium so zeichnen und so ein Kram, wisst schon. Und halt auch medienaffin und Webseiten und so ein Blödsinn. Ja, und schon immer hatte ich Da Vinci Pinsel und ich werde auch immer bei Da Vinci Pinsel bleiben. Mal gucken, was Shipper uns da geschickt hat. Auf jeden Fall geht die Kappe bei denen immer schnell ab hier irgendwie. So, wir haben hier einmal runter. Seht ihr fast gar nicht. Wir haben hier einmal die Stärke 3. Ja, das ist so ein bisschen gröber. So, ich habe, also Shipper schickt Stärke 3, ja. So, und da seht ihr schon so ein bisschen den Unterschied zwischen dem Da Vinci 0, ja. Das ist ein ganz feiner. Und das ist einmal Stufe 3, den man von Shipper bekommt. Und ich finde, tatsächlich ist der schon so ein bisschen zu grob für die ganz kleinigen, ganz kleinen Sachen. Deswegen bin ich immer bei Shipper, bei Da Vinci. Jetzt sage ich schon Shipper. So, und dann haben wir hier noch einmal, ich zeige noch mal einmal den Unterschied, den man von Shipper bekommt. Ja, und dann habe ich hier noch einen ganz feinen, der ist 3 1/3 von der Null. Da haben wir es einmal. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber
Ihr seht da auch schon der Feinheitsgrad bei 3,0. Ist halt schon haushoch, ne? Also das seht ihr, da würdet ihr auf jeden Fall hier mit dem hier viel feiner in die kleinsten Ecken kommen, als jetzt tatsächlich mit dem hier. Also die Schipperpinsel, die gebe ich meinem Sohn mit für die Schule, aber ich selber brauche die nicht. Ich wollte euch da jetzt einfach nur mal schon mal den Unterschied zeigen, welche Pinsel ich mir da geholt habe. Dann gibt es natürlich auch noch, ne, den Zweier von Da Vinci und einmal den Vierer, der ist für grobe Sachen. Und dann haben wir, ne, Dreier habe ich gar nicht von Da Vinci, glaube ich. Genau, die hier. Und ich habe mir tatsächlich die geholt, wegen den kleinen Flächen. Das war mir schon ziemlich wichtig. Also da seht ihr jetzt auch noch mal den Unterschied. Und ich glaube, ich werde am meisten für die kleinen Flächen den 0 und den 3,0 verwenden. Genau. Einen gebe ich auf jeden Fall meinem Sohn mit. Mal gucken, ob ich den anderen, dritten, den Dreier verwende. Dann habe ich 0, 2, 3, 4 und den kleinen. Genau, und den anderen kann er für die Schule haben. Das ist ganz gut. So, dann mache ich euch nochmal wieder hoch. Ich mag es ja dann auch immer so ein bisschen mein Hobby, was ich dann auch neu anfangen möchte und so, ein bisschen zu perfektionieren, heißt das. Deswegen habe ich mir jetzt noch diese süße Pinsel-Saubermachmaschine geholt. So, aber damit das nicht auf das Bild kleckert, mache ich das mal kurz weg. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also, hier kommt auf jeden Fall, ich habe schon mal ein bisschen Wasser vorbereitet. das Wasser rein. Ich glaube, ich mache das nicht so voll. So. So, der Nupsi hier, das ist der Nupsi, das hier ist dann das Dreckwasser und hier ist dann das Ventil. Da haben schon einige in den Kommentaren geschrieben oder in der Rezension, dass es leicht abgeht. Ja, das stimmt, aber es geht jetzt, finde ich, nicht so leicht raus. Wie die das geschrieben haben, das weiß ich nicht, die haben geschrieben, das Kind kam dagegen und es ist aufgegangen. Also das ist irgendwie nicht so der Fall. Ja, genau. Aber ich dachte mir so, gut, hier kommt keiner gegen, also kann da nichts passieren. So, aber ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein Genudel ist. So, dann kommt das einmal. Ich habe es in, natürlich habe ich das in rosa und weiß bestellt. Das ist ja gar keine Frage hier bei mir. Aber was soll das denn sein? Kommt das, ach so. Ja, kommt das da so rein? Das ist für mich noch irgendwie komisch hier. Waterproof Plug. Okay. Doch da rein so stülpen oder was? Ah, doch. Ach so, warte mal. Aha, okay. Das ist ja noch ein bisschen merkwürdig hier. Wahrscheinlich, wenn man das aufmacht oder so. Aber man. Ne, guck mal, da ist das auch. Da wurstelt das auch da irgendwie durch die Gegend. Also mach ich das jetzt auch mal so.
So, mal gucken, ob ich gleich hier alles unter Wasser setze. Ich glaube schon. Das ist für mich auch hier Neuland. Das passt doch gar nicht, oder? Ach so. Aber das. Ja, ist schon Wasser hier. Gut, dass ich das weggepackt habe. Ich sage euch das. So. Ist das da gar nicht rein? Aber wenn ich das doch jetzt umstülpe, dann läuft mir doch die ganze Plörre doch da rein. Dann muss ich das hier. So, festmachen. Seht ihr? Hä, wie funktioniert das? Das check ich nicht. Hä? Also im Grunde funktioniert es ja schon, aber ist natürlich auch so super ungünstig, wenn die Anleitung auch nicht auf Deutsch so wirklich ist. Also da können in das Gefäß können 220 Milliliter rein und in den Bottich hier sind dann 40. Aber wenn ich jedes Mal so ein Heckmeck habe, das funktioniert gar nicht, weil das doch immer wieder. Gucken, vielleicht muss ich das so machen. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Das macht gar keinen Sinn irgendwie. Bei dem Bild sieht das auch aus, als wenn das da einfach rumschwimmt. Ich glaube, ich werde es zurückschicken und ganz klassisch das Wasserglas dahinstellen. Ich meine, die Idee ist ganz nice, weil ich fand das ganz cool, dass hier dann das Wasser ist. Funktioniert das überhaupt? Ich überschwemme hier gleich sowieso wieder alles. Dass dann hier das Wasser ist und da kann man die Pinsel links und rechts reinstellen, damit sie dann halt schön trocknen und putzen. Aber wenn das hier so ein Käse ist, dann werde ich das wieder zurückschicken. Das macht alles keinen Sinn. Bin ich auch ein bisschen mad, dass das nicht funktioniert, so eine Kacke. Also es hört halt nicht auf, ne?
So. Aber es läuft schon mal ab, das ist ganz okay. Aber hier ist halt nichts mehr drin. So, das hätte ich schon beim ersten Mal machen können, dann wäre mein Tisch nicht so ein bisschen nass geworden. So. Oh, wenn ihr sowas habt, ja, könnt ihr mir erklären, wie das hier funktioniert, bevor ich das zurückschicke? Muss ich das da so rein? Ja, es geht ja auch wieder auf. Hui. So, mal gucken. Ich fülle das jetzt. Und hier ist wieder Wasser drin gewesen. Cool. Gucken, wie ich das jetzt aufbekomme. Super, so, jetzt mache ich das wieder. Ich mache das lieber von hier hinten. Gut, neuer Versuch. Ich glaube, wenn man das bestimmt einmal raus hat, dann weiß man auch, wie das funktioniert. Aber ich finde, die Erklärung ist halt super scheiße. Also. Also nochmal muss ich das. Check ich nicht. Ist das da drauf oder schwebt das auch so ein bisschen? So, jetzt geht gar nichts raus. Okay, cool. So, und jetzt? Ja, das ist voll der Scheiß. Hätte ich das für 30 Euro gekauft, wäre ich voll sauer gewesen. Ich bin, glaube ich, zu doof dafür. Tatsächlich. Gut. Bevor ich jetzt hier noch weiter irgendwie sinnlos dieses Video mache, ich lasse einfach mal meinen Mann darüber gucken. Irgendwie, vielleicht kapiert er das besser oder falls ihr Tipps habt, könnt ihr mir das auf jeden Fall schreiben. Die Idee finde ich eigentlich schon richtig cool, aber ich bin noch ein bisschen zu unbegabt dafür irgendwie. Genau. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Weil so funktioniert der Pnüppel drauf, ja. Und wenn ich das dann da drauf stecke, so, dann ist er hier weg, ja. Dann ist es hier, seht ihr das? Dann ist hier auf jeden Fall Land unter. So, dann ist der Pnüppel weg. Das ganze Wasser läuft raus. Und kennt keinen Stopp mehr. Also irgendwas ist dann noch komplett falsch in meiner Denkweise. Und ich sag so, ich bin noch nicht bereit dafür, das irgendwie jetzt, vielleicht muss ich das so,
irgendwie keinen Sinn. Und wenn ich das denn. Wo ist das? So passt das nämlich dann überhaupt nicht drauf. Wenn das hier von unten. Ja, mal gucken. Ich probiere das nochmal. So, erstmal drauf. Gut, funktioniert auch. So, letzter Versuch. Wow. Gibt, glaube ich, keinen Versuch mehr. Ich habe das doch eben hinbekommen. Was ist denn das? So. Nee. Es läuft und läuft und läuft. Das ist doch. Oder ich gucke mir vor und ich gucke mal, bevor ich das zurückgebe, irgendwie nochmal ein Video an. So, ich lasse das jetzt einfach mal so, wie es ist. Kann ich das ja gleich trotzdem benutzen. Okay, gut. Jetzt haben wir eine ganze Weile hier mit dem Scheiß hier verschwendet. Das tut mir echt leid. Ich hebe die Verpackung auf jeden Fall auf, falls ich das doch zurückschicke. So. Mein Temperaturbild muss ich auch langsam mal anfangen. So, gut. So, auf jeden Fall ist das Bild groß. Gucken, ob ich vielleicht wegen dem scheiß Stativ hier, ob ich euch da nicht lieber ein bisschen reinzoome. So. Gut, dann gucke ich mal. Ich wollte jetzt. Ach so, die 1 ist natürlich schlecht zum Testen, ne? Irgendwas, was man ein bisschen doller sieht. Die 18, maybe. Ja, ein Grau. Okay. So. Okay, mal gucken. Bin ich gespannt, Leute. Sehr schön. Also was ich auf jeden Fall mache, ist, das habe ich damals schon immer gemacht, von hell nach dunkel und nicht von dunkel nach hell, weil dann kann man nämlich die Übergänge ein bisschen besser machen. Dann sind die nicht so hart. Deswegen mache ich jetzt hier auch gleich nicht mehr so viel weiter, weil dann kann ich nämlich erst die 1 machen von den hellen Tönen zu den dunklen Tönen. Und ich glaube, das ist dann besser für die Übergänge auf jeden Fall. Aber das macht mir hier mega viel Spaß. Scheiße. Warum bringt mir immer sowas Spaß? Ich weiß schon gar nicht, wann ich mal diese ganzen Sachen fertig machen soll. Also ich habe, ich glaube, noch 5, 6, keine Ahnung, Perlenstickbilder, die ich angefangen habe. Also noch nicht mal angefangen habe. Also ich habe
zwei angefangen und drei nicht angefangene. Dann habe ich haufenweise Kreuzstich schon hier. Diamond Painting habe ich einige hier. Und Weihnachtswein jetzt genauso. Gut. Ja. Aber es ist schon mega cool. Ich sehe gar nichts. Ich zoome nochmal. Ich versuche. Nee, mehr zoomen kann ich nicht. Okay. Stativ. Gut. Ja, bei euch in der Kamera sieht es, glaube ich, jetzt ein bisschen dunkel aus. Aber das ist so ein Grauton. Die Farbe deckt auch richtig schön. Und jetzt wisst ihr, warum ich einfach super gerne mit diesem dünnen Pinsel arbeite, weil man einfach dadurch viel mehr Kontrolle hat, was den Außenbereich angeht. Ja, das finde ich schon ziemlich geil. Ich glaube, mein allererstes Mal nach Zahlen war von Amazon, glaube ich. Mich haben die Bilder von Shipper hier, das war so geil. Ich fand die richtig gut. Ich weiß, so Leuchtturm ist so typisch Badezimmer, ne? Aber ich fand das richtig schön, das Motiv. Ja, daran werde ich dann auch mehr arbeiten. Ich denke, ich werde auch Videos einfach machen als VIP-Videos. Malen und Quatschen funktioniert ganz gut. So, da haben wir das erste Feld fertig. Mir auf jeden Fall noch eine. Ich kann jetzt gerade nicht so nah an die Leinwand, sonst seht ihr noch meinen Eierschädel hier. Aber es sieht ganz gut aus. So. Ich habe schon meine Brille auf. Aber über die Kamera sehe ich das ein bisschen, ja. Und ein bisschen so. Gucken. Yes. So. Ein bisschen. Nice. Ja, ich werde auf jeden Fall bestimmt lange an dem Motiv sitzen. Aber das ist ja immer kein Problem, ne? Es sind ja Hobbys und Hobbys müssen Spaß bringen. Und deswegen ist Zeit für mich da so ein bisschen egal. Es wird schon alles fertig. So. Aber deswegen dem Wasserdings, das werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ich lasse es jetzt hier so stehen, weil ich gleich weitermachen möchte. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, schöne Painting, Mal nach Zahlen, Kreuzstich, Perlenstick-Tage und ein gemütliches Wochenende. Lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen hoch da, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, und kuschelt euch schön ein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.